Innovativ und sehr ideenreich präsentierten sich Oberösterreichs Gemeinden bei der 31. Ortsbildmesse in Aitzing im Bezirk Ried im Innkreis. Im Mittelpunkt ist einmal mehr die Dorf- und Stadtentwicklung gestanden. Hier wird gezeigt, wie kreativ die oberösterreichischen Landsleute sind, nämlich dass sie ihre Gemeinden, ihre Dörfer lebenswert erhalten. Heute sind 53 Gemeinden da, die besten Ideen vorstellen an die 100 Aussteller mit Vereinen, mit Institutionen, die eben dafür sorgen, dass die Ortszentren lebenswert bleiben. Das ist unser Ziel und die Landsleute ermöglichen uns das auch. Ein neuer Ortsplatz ist für viele kleine Gemeinden oft eine große Herausforderung. Wie soll er aussehen, aber vor allem wer soll das bezahlen? Die Gemeinde Mitterkirchen im Machland zeigt vor, wie es gehen kann. Wenn man das Projekt anschaut, sagt ja jeder, na, hab's das um 100.000 gekriegt. Und das hat in Wahrheit gute 30.000 gekostet. Zum Beispiel die Eisenbahnbrücke in Lenz. Diese Granitbrücke hat die Firma angebaut. Ich bin dort hingefahren, ob sie uns die nicht verkaufen. Und jetzt haben wir da diese Granitblöcke verarbeitet und es wird wirklich sehr gut angenommen. Das freut uns alle miteinander. Aber auch ein Kreisverkehr in Ostermeeting wurde auf Initiative des dort ansässigen Vereins für Dorf- und Stadtentwicklung innovativ und vorbildhaft gestaltet. Dann haben wir eben einen Glücksgriff gehabt, indem wir von der Energie AG ausgeschiedene Mühlenräder mehr oder minder gestiftet gekriegt haben. Und somit stehen jetzt 30 Tonnen Stahl in unserem Kreisverkehr drinnen und symbolisieren die ehemaligen Mühlen von Ostermitting. Der Ortsbildpreis 2023 ist für die Neugestaltung des Stadtplatzes aber schlussendlich an die Stadtgemeinde Pregarten gegangen. Früher hat man leider den Fehler gemacht, dass man asphaltiert, zupflastert und somit ist dann der Ort praktisch auch in der Erhitzung im Sommer sehr heiß. Jetzt schaut man, dass Beschattungen da sind. Also das wird jetzt vermehrt auf das geschaut. Aktuell sind 279 Gemeinden und 232 Vereine im Dorf- und Stadtentwicklungsprogramm, kurz DOSTE. Aber nicht nur die richtige Infrastruktur sorgt für ein lebens- und liebenswertes Leben in den Kommunen. In Frankenburg am Hausug sind die Würfelspielaufführungen gemeinschaftsfördernd. Es sind eigentlich alle Frankenburger, die da zusammenhelfen und jeder macht hat seinen Part, was er zu tun hat oder was er macht. Egal ob Rettung, Feuerwehr, die Spieler selber, die ganzen Laiendarsteller, es ist wirklich der ganze Ort auf die Füße, sage ich jetzt einmal. Ja. Wir haben in Oberösterreich 438 Gemeinden, wir haben aber gleichzeitig 2400 Sportvereine, wir haben 982 freiwillige Feuerwehren, wir haben 482 Musikkapellen, viele Menschen, die sich engagieren im Sozialbereich, im Rettungswesen etc. Da sieht man, sich einbringen, das bringt Lebensqualität und führt dazu, dass Oberösterreich eben so liebens- und lebenswert bleibt, wie es jetzt schon ist. Auch Aitzing zeigte eindrucksvoll Kreativität und Engagement bei der Gestaltung ihrer Gemeinde. Zum ersten Mal fand übrigens eine Ortsbildmesse im Bezirk Ried statt. Aitzing ist eine liebenswerte Gemeinde, ein kleiner Ort, wo eigentlich alles da ist, was wir brauchen. Wir haben jetzt einen Nahversorger, wir haben eine Volksschule, wir haben einen Kindergarten und es kommen immer wieder Ideen für neue Projekte und wo man dann zusammenhelfen kann und für die Gemeinde einfach eine Verbesserung schafft. Ja. Und nächstes Jahr ist Wolfern an der Reihe. Auch dort wurde zuletzt ordentlich angepackt. Wir haben vor kurzer Zeit unser Freibad saniert. Unser Freibad war eh schon zum Zusperren. Wir haben mit viel Eigenmitteln und ein bisschen Unterstützung vom Land haben wir unser Bad mit ehrenamtlicher Tätigkeit wieder saniert, dass es ein beliebtes Freibad wird. Haben das mit Bewegungsparks ergänzt und haben da so eine tolle Freizeiteinrichtung. Man kann wie heute voneinander lernen, holt die Besten vor den Vorhang und sagt, ha, das wäre eine Idee, das könnten wir bei uns in veränderter Form auch umsetzen. Darum geht es uns heute. Die Leistungsschau von Ideen und umgesetzten Projekten der Gemeinden 2024 zu sehen in Wolfern.